Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zur ersten Folge hier bei Ehrgeiz AP. I'm so excited. Wir sind bei der Einreise. Und sind alle auf dem Schiff. Wird ja immer dunkler hier. Ich geh mal unter Deck gucken. Vielleicht ist da ja jemand. Sag mal, es fliegen hier so schwarze Pünktchen. Was? Der Wind pustet hier so schwarze. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Ist komisch, ne? Das ist Dreck. Sieht komisch aus. Also, brennt's irgendwo? Also ich glaube, Schwimmen wäre keine gute Idee. Ich glaube, ich habe da unter große Hai gesehen. Ein Hai auch noch? Oh ja, Gott. Ja. Sharknado, kennen Sie Sharknado? Oh Gott. Ja, ich hoffe nicht, dass der hier hochkommt, nicht? Ja, Leute, wir starten hier heute mit Ehrgeiz. Survival, AP. Das hier ist Clarissa. Clarissa, dreimal dürft ihr raten, Cloud. Very, very excited. Ja, mal gucken, was uns das Ganze hier so bringt. Okay. Ich mag die Bewegung. Gefällt mir. Du schmälernd. Ja. So, Belly. Was ist denn jetzt das für schwarzes Zeug? Das macht mich irre. Wo kommt das her? Oh, sie sieht zufällig hier von der Kuh. Oh, hallo. Oh. Ja, sie haben ja interessante Klamotten an, das passt ja gar nicht hier rein. Ja, heute war Dresscode White, oder nicht? Ja, wie schaust du da? Wollen Sie nicht beim Frühsport? Nee, oh. Der Sport ist leider ausgefallen. Also so, haben sie da wahrscheinlich, hier haben sie schon verbindet. Der Gedanke an Koalas tröstet mich. Koalas? Ja. Wie können Sie auf Koalas? Wir sind doch auf dem Weg nach Australien, oder nicht? Also eigentlich hatte ich eine andere Reise gebucht. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir nach Australien fahren. Ja, also eigentlich dachte ich, dass es das Schiff Richtung Amerika. Richtig. Das steht schon, oder? Ja, genau. Ich wollte nämlich da auch mal ein bisschen Urlaub machen, entspannen und so. Mit der ganzen Hektik daheim, ganz in Form. Ich frag mich schon, wo die Sonne bleibt. Ja, die haben sie gerade vorbei. Die ist draußen gerade vorbei. Oh weh. Wo bin ich hier? Oh weh. Bitte durchschnaufen. Die wirkt ein bisschen Australien, ich weiß auch nicht. Ja, Australien war eigentlich nicht so mein Plan. Ja, meine auch, aber ich glaube, wir sind schon auf dem Weg. Entschuldigen Sie, jetzt bin ich auch verwirrt. Sind wir auf dem Weg nach Amerika schon, oder? Oder auch wir nach Australien. Hallo? My ladies? Amerika. Schon, ne? Ja. Das müsste. Also. Okay. Rein. Geografisch ist möglich. Ich glaube, die junge Dame ist auf dem falschen Schiff. Ich glaube, er ist ein bisschen blöd. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber Australien ist das auf jeden Fall nicht. Und vor allen Dingen fahren wir nicht zu irgendwelchen Koalas. Hilfe. Wie kann ich Ihnen denn helfen, junge Dame? Geht's Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen? Ich hab mich auf Koalas gefreut. Ja, jetzt fahren wir halt in die USA, da gibt's bestimmt auch schöne Dinge. Sie können sich da bestimmt auch entspannen. Da gibt's auch Zoos und Koalas. Ja, bestimmt. So, liebe Mitmenschen, ich weiß ja auch nicht, aber irgendwie wir bewegen uns nicht. Was sollen wir denn jetzt machen? Wo ist denn die ganze Crew hin? Also ich kann das Schiff nicht steuern, also nicht so gar nicht. Ich habe ein bisschen Segeln gemacht. Ich auch nicht. Ja, Amsterdam. Ja, Gondo. Oh nee! Das aber zu rechnen hier. Fei bipsch nochmal, jetzt wird das nass mit Öhm. Scheiße. Ich glaube, ich geh mal lieber rein. Scheiße. Rein. Boah, Deine. Das ist noch Blitz. Oh, Windy. Windy. Meine Damen, passen Sie auf die Frisur. Lassen Sie Ihre Zigaretten aber bitte draußen. Das wird weiße Klamotten. Das läuft ja keinen Spaß. Ach nee, Gewitter. Oh ja, aber die Sonne ist scheiß Wetter hier. Soll ich auch noch Sturm? Der richtige Schiedwetter. Ganz ruhig, junge Dame, ganz ruhig. Wir sind aber jetzt. Wir werden sterben. Nee, da haben wir nicht, weil sie durchgehen. Ich weiß nicht. Aber je weiter wir unten sind, desto näher sind wir an der Wellen, ne? Wenn wir jetzt. Ach Quatsch, das wird doch jetzt nicht kentern, oder? Also ein Schiff kann ja ein bisschen Gewitter aushalten, oder? Wir. Ich würde ja sagen, wir fragen die Crew, aber die Crew ist nicht da. Oh, die Der war Blitz und Donner. Oh, ja.
Blitz und Donner. Entschuldigung, ich bin etwas schreckhaft. Heute Nacht sind wir wie Blitz und Donner. Ja, wir sind gemeinsam stark. Wir sind gemeinsam stark. Jo, habt da auch so ein Zitat im Kopf. Kurios. So sah das aus, als ich bekifft hier in die Alpen gefahren bin. Sir, müssen Sie kotzen? Ja. Ist alles gut bei... Oh Gott. Ich bin seekrank. Oh nee. Haben Sie etwas verloren? Wo ist der Arzt? Ja, ich, na, ich wackel, wo ist denn die Ärztin? Hier, der junge Mann hier ist seekrank. Ich bin gefragt, es ist nur Ärztin. Oh Gott, wenn jemand brechen muss, dann wird mir schlecht. Tut mir leid. Vielleicht wollen Sie sich jetzt mal was anziehen. Ist ja dann doch wirklich. Okay. Frisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da sehr viel Wasser unter Deck reingekommen ist. Wollen Sie mal gucken? Bitte? Ja. Da kommt bitte? Wasser unten rein. Nein, nicht runtergehen. Bleiben Sie hier oben. Gucken Sie. Die sehen Sie? Oh. Wie das Wasser, das schwappt hier so ein bisschen rein. Nee, es schwappt ein bisschen rein. Oh, du Scheiße. Ist irgendwie nicht so schön, wenn das hier reinschwappt. Oh, nee. Ach, ich sehe das da unten jetzt gerade erst. Das ist aber schon ein bisschen mehr, ist ein bisschen wie das Wasser hier so schwappt. Oh, du Scheiße. Also, schon. Das ist schon viel Schwappen. Oh, ja. Ey, die Wellen werden vorher auch richtig übel. Werden wir uns doch einig. Oh Gott! Ich will wieder da rein, es ist genug nass für heute. Genug nass. Geil, ist denn die Crew? Schwankt. Ja, aber dieser dunkle Raum wird uns gegen das Wasser auch nicht helfen. Aber da bleiben wir erstmal trocken. Ja, aber eventuell können wir die Türe zu machen und das hier quasi wie so ein Moot. Und hier drin ersticken. Dann ist es nass, wäre unser kleines Problem. Scheiße, nee. Warten wir hier bitte schwindelig. Oh. Ich bin immer noch von den Beruhigungen. Hallo, wir brauchen einen Arzt. Hier ist jemand schwindelig. Oh, die sieht aber nicht gut. Wollen Sie mal behandeln hier? Hier steht's nach Kotze. Bitte brechen Sie nicht. Nee, das geht. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hab meinen Arzt da oben. Überlegen Sie doch, was Sie im Studium gelernt haben. Haben Sie bitte Herzreißen? Bleiben Sie liegen. Ich kann das nicht sehen. Also, wenn Sie brechen müssen, dann lieber hinstellen. Ne? Ist im Liegen nicht so gut. Stabile Seitenlage. Oh, oh, Entschuldigung, das kann ich mir nicht angucken. Ich kann mir nicht. Weißt du, wo ist eine Insel? Sind wir vielleicht am Bermuda-Dreieck? Weißt du, nee. Oh Gott! Nee, bitte nicht! Sinken! Wie, was sinkt jetzt das Schiff runter oder was? Was? Nein? Was? Auf die Scheiße. Das geht ja schon ein bisschen runter. Das ist ja. Also ich habe unten so eine Liftguard-Dingsbums gesehen, ja, weißt du, oder was auch immer das ist. So eine Aufblasbar. Ach, eine Liftguard, eine Lifeguard, okay. Hat jemand gepfiffen? Ja. Was? Wer pfeift? Wer pfeift? Das ist der Wind, das himmlische Kind. Ja. Sag es aber, mag ich meine hübsche Dame trösten, ich habe so Angst. Können wir irgendwo ein Notsignal absetzen? Jetzt nicht unbedingt. Vielleicht mit der Taschenlampe, so ein SOS? Können Sie Morse? Also, nee, ja, kann ich leider nicht. Kann das einer googeln? Aber ich glaube, wir haben kein Netz. Ich hab Streicher jetzt. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Was hier passiert? Was war das? Das zieht den Kahn runter hier. Wir sinken. Ich bilde mir das doch nicht ein, oder? Aber das Wasser kommt doch näher, oder? Ja, oder? Bisschen, ne? Oder? Das ist nicht gut. Was sollen wir tun? Auf die andere Seite? Aber vorne kommt auch sehr hoch. Kommt das da auch hoch? Aber wenn es hinten runterzieht, müssen wir nach vorne gehen. Das habe ich in Titanic gesehen. Lassen Sie doch den Feuerlöscher in Not. Gehen Sie nach vorne! Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch keine gute Idee. Vielleicht schwappt das Wasser hier auch schon. Ich glaube, es geht gleichmäßig runter. Darf ich bitte gehen? Da war es wieder. Haben Sie gemerkt? Nein, Wasser. Das was sollen wir tun? Wir müssen davon rechts nach links. Wir laufen voll. Haben wir Rettungsboote noch irgendwo? Hat jemand Rettungsboote gesehen? Also jetzt können Sie auch mit mir eine rauchen, wenn Sie jetzt sterben. Hat jemand Rettungsboote gesehen? Da ist eine Insel.
Wollen Sie mich umarmen? Wollen wir uns festhalten? Ich bin kein Raucher, ich bin bestimmt unter Wasser besser. Jetzt doch. Soll ich Ihnen eine Zigarette geben? Nein, danke. Ja. Vielleicht kann ich so lange die Luft anhalten, bis mich jemand rettet. Luft anhalten? Umarmen Sie. Hab so Angst. Ja, ich auch. Ja, ist auch nicht gut hier. Was machen wir denn jetzt? Auf alles gut. Was war das? Da hat schon wieder einen Ruck gegeben. An was? Hat irgendjemand noch... Oh Gott, das Wasser ist auf unserer Höhe. Hat irgendjemand noch Rettungsboote gesehen? Alter, Rettungsboote sind zu klein, die haut sofort runter. Was sollen wir machen? Also unten, die sind alle leer. Was ist leer? Unten die Rettungsdinger, die sind leer. Keine Boote? Also, aber die Boote sind auch so klein und so instabil bei dem Wellengang. Wir müssen hier bleiben. Komm, wir sterben! Ich muss hier von dem Schiff runter! Ich muss hier runter! Wir sterben nicht! Nein! Nein! Was macht er denn? Was? Er ist einfach gesprungen. Das geht doch nicht! Der Einzige, der sich mit Gras auskennt, warum? Er ist weg! Warum bleibt sie ihn? Oh mein Gott! Lebt er noch? Seht ihr ihn? Oh mein Gott! Ich kann ihn nicht mehr sehen! Er schwimmt. Er schwimmt? Wir können ihn doch nicht erst auflassen da unten! Der sauft doch! Nee, mach sie bleibt so schön wie neu! Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht mehr! Das kann vielleicht jemand mal. Hat er sich umgebracht? Vielleicht hat Fridolin ihn ja gefunden. Fridolin hat sicher Spaß mit ihm. Da ist er doch. Da liegt er. Mach so Platz. Schüttel mal. Nein. Gut, ich leg mich jetzt hier hin und warte auf meinen Tod. Was? Nee. Die Dame ist alles okay mit ihm? Die Welt. Da darf man doch nicht reingehen. Ma'am? Hier ist keiner, der uns helfen kann. Ma'am? Madame? Ja, doch, jeder hat sie mit ihrem Leben schon abgeschlossen, oder? Ja, ich bin mir gerade etwas unschlüssig. Wir können doch nicht... Bleiben Sie mal sitzen und es ist versuchen, noch ruhig zu bleiben. Bleiben Sie ruhig, keine Panik. Nee, uns wird schon noch... Panik, sagen Sie alle. Oje. Oh Gott. Oh, das Wasser kommt. Wir gehen unter. Was sollen wir denn tun? Wir werden untergehen. Bleiben Sie ruhig, wir fallen, wir gehen nicht unter. Wir behalten uns hier fest. Bis zum letzten Mal. Ganz ruhig bleiben. Das wird alles gut. Müssen wir schwimmen? Ist es, wenn das Schiff untergeht und wir sind bis zum... Ach du Scheiße, Drossel. Sie wird irre. Wir schwimmen. Wenn das Schiff untergeht, dann zieht uns das mit dem Sog nach unten. Ist es besser, jetzt zu schwimmen? Jetzt hat es noch nicht so den Sog. Dann ich weiß nicht, was ich tun soll. Was für ein Sog? Wir sollten uns eine Tür suchen. Wenn was untergeht. Also erstmal alle ruhig bleiben. Jeder eine. Was? Oder ein Liegestuhl. Warum ruhig bleiben? Erklär mir das. Sie da hinten eskaliert ein bisschen. Also mir egal, was ihr macht, aber ich wäre... Spring. Platz da. Nee, auf Fridolin. Deck auf Fridolin. Wir können doch nicht einfach springen. Natürlich. Also wenn die junge Frau, also die Frau mit dem Horn. Ich kann nicht schwimmen. Hier ist doch weit und breit nichts. Ich kann nicht schwimmen. Da hinten war eine Insel, aber die ist halt schon ein bisschen weit weg. Da sind wir doch schon dreimal dran vorbei. Lass mich doch nicht von dem Dirk hier runterziehen. Nee. Ja, der so. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Wir nehmen uns alle an die Hände. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir so lange wie möglich Ruhe bewahren. Ich kann nicht ruhig sein. Bleib ruhig. Das wird alles. Ich mach mal alles hin. Beruhigen Sie sich. Denken Sie an was Schönes. Was war das Schönste, was Sie letztens so gemacht haben? Gelebt und geatmet und nicht ersoffen. Wir sind ja noch am Leben. Ja. Ich wollte einmal in meinem Leben Koalas sehen und jetzt werde ich sterben. Nee, die sehen wir im Zoo. Bleiben Sie ganz entspannt. Das war. Oh je. Was hat sie denn? Nimmst du jemanden Arzt? Scheiße.
Sie ist Arzt. Scheiße. Atmen. Kommt denn jetzt jemand mehr zur Hilfe? Aber wenn man so in den Himmel guckt, dann kann man das Wasser so nicht sehen. Das beruhigt schon etwas. Sehen Sie. Sind wir auch schon was positiv stimmt, meine Menschen. Hat denn mal jemand das Funkgerät am Schiff ausprobiert, ob das irgendwie funktioniert? Wir haben ein Funkgerät? Haben wir ein Funkgerät? Wo ist ein Funkgerät? Tür aus Tür. Ich bin nur zu Hause geblieben bei meinen Eltern. Wir werden sterben. Nee, wir werden sterben. Sag es so, junge Frau, sie dürfen so. Nee, junge Frau, sie dürfen so was zu fahren. Hey! Wir werden sterben. Oh, Scheiße. Mein Jetzt hat's mich aber schon ein bisschen. Was war das denn? Geht's allen gut, Leute? Oh Gott. Geht's allen gut? Oh, sie. Alle noch am Leben? Ich hab mich nicht mehr. Hä? Wo ist das Schiff hin? Geht's allen gut? Alle da? Oh Mann, sie stehen wir leben noch. Geht's allen gut? Hat sich irgendjemand was getan? Leben? Also ich bin irgendwie. Also ich. Wow. Also ja. Also ich hab meine Brille habe ich auch mal auf. Was ist hier passiert? Wie haben wir das denn da runtergeschickt? Wie viel waren wir denn überhaupt? Obwohl ich rauche. Alle machen zusammen. Sie sich jetzt über mich lustig, wenn ich mich über Ihre Gesundheit sorge. Wie sind wir hierher gekommen? Ich würde erstmal sagen, wir zählen erstmal durch. Genau, deswegen. Wie viel waren wir vorher? Das ist eine gute Frage. Ich war auf jeden Fall vorher auch dabei. Na gut, also. Ich hab vorher nicht gezählt, ehrlich gesagt. Einfach Pipsch nochmal. Ich auch nicht. Ja gut, lasst uns jetzt zwei, zählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also jeder, der da ist, wird dabei. Was rufe ich, wenn ich sterbe? Also ich eins. Ich bin da. Ja, ich hier. Bin hier. Da sind sie eigentlich. Oh, ich bin der Keith Schwanderberg. Wer sind Sie? Ich bin. Da ist jemand. Da ist noch einer. Wissen Sie nicht, wie Sie heißen? Mir fällt. Warum fällt mir da? Wer bin ich? Sie müssen doch wissen, wer Sie sind. Haben Sie vielleicht einen Ausweis dabei? Nee, ich habe keinen Ausweis. Ich habe meine Rüssel haben noch nicht mehr Tasche. Das ist ja komisch. Ja, das ist gut. Ja, soll ich Sie, wie heißen Cowboys eigentlich? So, Joe, darf ich Sie den Joe nennen? Joe. Sind es einfach Joe? Yippee-ay. Joe. Oh, Entschuldigung, da kam noch ein bisschen was vom Ozean hoch. So, ihr lieben Leute, meine lieben YouTuberinos, wir beenden das Video an dieser Folge und starten dann natürlich gleich in das nächste. Und beim nächsten Mal geht es dann quasi weiter. Also, in diesem Sinne, ciao.